Was kostet die Wartung und der Betrieb von Elektroautos? Und die ganz große Überraschung ist der Vergleich der Anschaffungskosten. Hier ist Leben mit der Energiewende TV. Ausgerechnet der ADAC und Hans, wir lassen die Katze gleich aus dem Sack, hat in einer umfangreichen Untersuchung festgestellt, dass die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs im Vergleich zum Verbrenner mittlerweile preiswerter ist als das Verbrennerauto. Und im Studio Hans Kurzweg kennen Sie von der elektrischen Meile. Wir reden gleich darüber, Hans. Das ist die große Überraschung in deiner Recherche, dass es eigentlich inzwischen teurer ist, einen Verbrenner anzuschaffen als ein Elektroauto, sagt der ADAC. Ja, also tatsächlich, ich habe die Tabelle mir durchgeschaut, sie ist nicht vollständig, aber in vielen Fällen sind inzwischen die E-Autos tatsächlich sogar eine Anschaffung günstiger. Und das, obwohl der ADAC bei den Anschaffungskosten pauschal, wenn ich es richtig verstanden habe, allen Verbrennerpreisen 10% abgezogen hat. Ja, dazu kommen wir gleich. Man sagt ja immer, Mensch, die Elektroautos, da gibt es weniger Wartungskosten, weil da kann ja nicht so viel kaputt gehen. Das ist auch preiswerter zu betreiben mit den Treibstoffen. Das wollen wir uns jetzt alles angucken anhand realer Kosten, die da sind. Und wir fangen mal an, ganz praktisch mit zwei E-Autos. Eins, das Hans Kurzweg im Betrieb hat, eins, das wir hier haben. Hans hat natürlich den fettesten Tesla, den man sich auf der Erde vorstellen kann. Und wir haben so ein Opel Vivaro, so ein Transporter. Und dann fragt man sich immer, wenn gesagt wird, naja, Erwartungskosten sind ja nicht so viel. Stimmt das denn nun wirklich? Also Hans, du hast beschlossen, deinen Tesla nach wie vielen Jahren mal zu einer Wartung zu geben? Es sind jetzt 4 Jahre. Es gibt durchaus Empfehlungen, wann man seinen Tesla in die Wartung geben kann. Aber tatsächlich muss man es nicht tun. Also Tesla war meines Wissens der erste große bekannte Hersteller, der sagte, du musst dein Auto nicht mehr in den Service geben. Du verlierst dennoch nicht deine Garantieleistungen. So, nun habe ich mich entschlossen, nach 4 Jahren sollten wir mal gucken, dass wir ein paar Verschleißteile gibt es ja auch, die jetzt mal austauschen. Ja, und dann, meine Damen und Herren, bekam der arme, arme Hans Kurzweg den ersten schweren Schock. Er holte sich ein Angebot von Tesla für die Wartung ein. Schauen Sie mal rein. Und jetzt schauen Sie mal auf die Arbeitskosten, was da steht. Tesla möchte 170 Euro für die Arbeitsstunde haben. Das war ein Schock, Hans. Ja, und das ist der Nettopreis, da kommt noch, also sind dann am Ende 200 Euro. Aber es zeigt sich eben auch, wenn man sich das Angebot anschaut, dass die Wartungsarbeiten sehr schnell erledigt sind. Also kleiner Faktor mal großer Preis ergibt am Ende einen erschwinglichen Preis. Genau, und das sehen wir jetzt hier bei dem Angebot und da kommt unterm Strich raus. Und das ist das eigentlich, was man sich bei der Elektromobilität erhofft hat. Da kommt dann mit Mehrwertsteuer 104,61 Euro. Und was macht Tesla für diese 104,61 Euro? Ja, es ist ein Skandal erstmal. Also ich habe gerechnet mit 800 Euro und habe gedacht, naja, da wird schon einiges an Sichtkontrolle anfallen. Aber tatsächlich ist es so, in der Tesla-App gibt man ein, was man möchte. Und es gibt dort eine künstliche Intelligenz, die erkennt, was du vorhast. Die kennt auch das Fahrzeug, weil man sich registriert hat. Und die sagt dann, das ist es. Mehr machen wir nicht, mehr brauchen wir nicht. Kundenwünsche mal ausgenommen, aber tatsächlich schlägt Tesla vor, ein Angebot von 104 Euro und ein paar zerdröselte. Ich bin fast zusammengesunken, das kann nicht wahr sein. Was ist dabei? Also wir können ja mal gucken auf die, auf das Angebot, da ist sogar irgend so ein Filter mit dabei. Ja, tatsächlich gibt es ja auch ein paar Verschleißteile beim Tesla, hat natürlich auch Bremsflüssigkeit, die wird hier gar nicht erwähnt, hat aber einen Luftfilter, der dann natürlich sich mit Staub oder mit Pollen vollsetzt. Sowas sollte man denn schon mal ersetzen. Manche machen es nach 2 Jahren, andere nach 4 Jahren. Bei mir gibt es noch keine Gerüche, habe ich mich entschieden, das jetzt mal zu tun. Auch in Vorbereitung auf der Sendung, um mal zu sehen, was kommt denn tatsächlich bei raus, weil das sind ja nun wirklich harte Fakten, also schwer zu fassen. Ja, also das sind dann doch die Preise, die man sich für eine Wartung nach 4 Jahren mal wünscht, mit 100 Euro rauszugehen.
Ich habe dann gedacht, Mensch, bei unserem Transporter, das ist ja nochmal eine viel billigere Kiste, und wir haben es dann in ein Autohaus gebracht und haben nach 2 Jahren eine Wartung machen lassen. Und Hans, wenn du mal darauf guckst, da sind wir auf ganz andere Preise als du gekommen. Ja, mich hat gewundert, dass dort hier Bremsflüssigkeit getauscht ist, entleert und befüllt steht da. Dann kommt die Bremsflüssigkeit noch dazu. Immerhin, wenn man das sieht vom Zulassungsdatum, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, war es auf der zweiten Seite, 2 Jahre altes Auto, da steht 2021. Nach einem 2 Jahre alten Auto ist Bremsflüssigkeit austauschen. Also gehen sicherlich die Meinungen auseinander, und ich bin alles andere als ein Experte, möchte da überhaupt keinen Rat dazu geben. Ich habe aber meine Bremsflüssigkeit jetzt 4 Jahre drin, und Tesla empfiehlt noch nicht den Wechsel. Also Bremsflüssigkeit, da habe ich als Laie gedacht, naja, muss man machen. Aber wie gesagt, da sollte man dann tatsächlich gucken, was sage ich der Werkstatt? Der sage ich dann von Anfang an, also Bremsflüssigkeit nicht ohne weiteres austauschen. Mir hat mein Werkstattmeister in Trebin gesagt, das kann man ausspindeln. Also ob die Bremsflüssigkeit zu viel Wasser angesaugt hat oder nicht. Und dann entscheiden, ob man sie austauscht oder nicht. Aber hier scheint mir also das neue Gold zu liegen, was man bei den E-Autofahrern da gerne heben möchte, weil ein Ölwechsel finde ich nicht auf der Rechnung, warum auch, aber Bremsflüssigkeit zu wechseln scheint also, ich sag's mit aller Vorsicht, ja, will da niemandem zu nahe treten, also scheint hier an etwas verfrüht. Ja, also da hätte man tatsächlich noch intervenieren können, aber was interessant auf der Rechnung ist, das ist so ein bisschen ähnlich wie auf der Tesla-Rechnung, 119 Euro hätte die Wartung an sich eigentlich gekostet, das finde ich jetzt okay. Ja, das ist es auch, weil die sowieso Kosten, da muss es ja irgendwo fakturieren, da muss es einbuchen, da muss eine Rechnung schreiben. Das sind Kosten, die sind dann bei allen Fahrzeugen etwa gleich. Natürlich sollte auch eine Sichtkontrolle stattfinden, also Fahrwerk, Reifen, Räderprofil und so weiter haben sie ja auch alle. Ob er jetzt noch Leuchten prüft oder nicht, das braucht er nicht, weil beispielsweise beim Tesla, da kann ich es eben gerade sagen, gibt es eben Sensoren, bei vielen modernen Fahrzeugen auch. Das heißt, die stellen fest, ob die Leuchten funktionieren oder nicht. Da muss keiner mehr reingucken. Das sowas kann. Natürlich sollte es auch beim Verbrenner so sein, dass man sieht, ein Leuchtmittel ist kaputt, und wenn kein Fehler angezeigt wird, dann wird auch nichts gemacht. Dann muss auch keiner mehr rüber gucken. Also da, glaube ich, ist der Fortschritt allgemein beim Verbrenner oder auch beim E-Auto angekommen. Und jetzt kann man sich natürlich noch überlegen, welche Ausstattung braucht die Werkstatt, um diese Arbeiten durchzuführen. Ne? Da haben wir sicherlich unterschiedliche Vorräte. Derjenige, der eben nur mit Verbrennern arbeitet, der muss keinen speziellen Elektroarbeitsplatz haben. Das wird sich schon, diese Ausstattung, auch im Preis irgendwo niederschlagen, denke ich. Ja, also wie gesagt, 119 Euro für die normale Wartung wäre ich d'accord. Bremsflüssigkeit kann man in Frage stellen. Pollenfilter steht auch drin. Muss ich den nach 2 Jahren automatisch wechseln? Nein, das musst du nicht. Das machst du vorsorglich oder lässt es sein. Das liegt nach dir. Da geht nichts kaputt. Der setzt sich irgendwann zu. Der fängt vielleicht auch an zu müffeln. Wenn sich Keime auf dran ansiedeln, dann spätestens natürlich kann es gesundheitsgefährlich werden. Dann sollte man ihn austauschen. Also wenn es anfängt dran zu riechen, muff ich dann auf jeden Fall. Ja, also 2 Faktoren habe ich drin, die ich vielleicht noch ein bisschen einsparen könnte oder wir hätten einsparen können. Unterm Strich, ich mache mal die Gesamtbilanz auf, haben wir dann bezahlt 298,65. Das könnte mir wären bei einem Verbrenner teurer, weil da wird das Motoröl auf alle Fälle gewechselt. Ja, die Wartungsintervalle sind also bis 2 Jahre, soweit es mir bekannt ist, oft nach 15.000 Kilometer einmal im Jahr. Das heißt, da hättest du dann mit Sicherheit Ölwechsel, vielleicht auch einen Filterwechsel mit bei. Das hängt doch ein bisschen von dem Fahrzeughersteller ab. Ja, jetzt schauen wir mal in die Kosten rein, die Hans für sein Auto ausgerechnet hat. Hans, man muss dazu sagen, du hast einen Tesla mit 595 kW. Das ist ja fast so viel, wie ein Flugzeug hat. Ja, es ist, das ist meine Entscheidung. Ich wollte das so. Ich habe das Auto auch ein bisschen billiger bekommen. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass der ADAC den Verbrenner 10% pauschalen Nachlass gegeben hat. Die habe ich auch bekommen. Es ist eben auch so, bei E-Autos gibt es auch mal Nachlässe. Das hat mich letztlich bewogen, dieses Auto zu kaufen. Es macht einfach Spaß. Und ich sag mal, wenn man schon ein Auto kauft, dann vielleicht auch eins, was ein bisschen Spaß macht. Tatsächlich ist es so, der Anschaffungspreis wird sich ja mit dem Wertverlust über die Jahre hinweg
deutlich günstiger darstellen. Und eigentlich sollte es das letzte Auto sein, was ich mir kaufe. Ich bin über 60 Jahre alt. Der kann theoretisch autonom fahren, wenn die Software dann irgendwann mal so weit ist und auch zugelassen ist. Was brauche ich denn noch? Und wenn der so haltbar ist, wie alle sagen, dann wird es das gewesen sein. Also was jetzt noch nach 4 Jahren relativ hohe Kilometerkosten darstellt, wird dann sicherlich noch sinken. Bis 8 Jahre habe ich ja noch eine Garantie mit unbegrenzten Kilometer auf die teuersten Teile, nämlich Akku und Antrieb. Also von daher bin ich da völlig entspannt. Ja, der Wagen hat über 100.000 Euro gekostet und deshalb ist hier in der Bilanz natürlich der Wertverlust mit 40.000 Euro ist natürlich ein großer Posten. Dann kommen die Finanzierungszinsen für 4 Jahre mit 8.000 Euro, die werden irgendwann wegfallen. Die fallen jetzt nach 4 Jahren tatsächlich weg, weil das Fahrzeug ist finanziert, ich muss jetzt die Schlussrate bezahlen und dann ist dieser Posten weg. Was für mich nochmal ganz spannend ist, nochmal, wenn man immer wieder jetzt auch unten in der Tabelle schaut, da die Kilometerkosten, die dann sind. Man darf immer nicht vergessen, wir reden von einem Auto, was in der Spitzenleistung über 800 PS hat. Das ist für Otto-Normalverbraucher und das soll bitte nicht überheblich sein, aber es war mein Wunsch, mal so ein Auto zu fahren. Und ich bin auch BMW und Audi vorher gefahren, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und jetzt ist es möglich, ein Fahrzeug zu kaufen und das ist noch bezahlbar. Wir haben ja am ADAC gesehen, was da leistungsstarke Autos an Kilometerkosten produzieren. Es ist möglich, jetzt mit einmal zu überdurchschnittlichen, aber noch überschaubaren Kosten so ein Fahrzeug zu fahren. Ja, und dann, why not? Versicherung 3.000 Euro, ist eine Versicherung von einem Elektroauto billiger als von einem Verbrenner mit so einer PS- und Leistungshubraumklasse? Das kann man nicht pauschal sagen. Es wird immer noch so gesagt, aber speziell Tesla ist in hohen Typklassen eingesiedelt, weil doch die Reparaturkosten, wenn was kaputt tritt, recht hoch sind. Kann man nicht sagen, würde ich auch gar nicht behaupten. Ich würde da sagen, rechnet mal mit den gleichen Kosten wie bei einem ähnlich leistungsstarken Verbrenner. Warum das bei mir 4 Jahre 3.000 Euro ist, weil ich ewig lange unfallfrei fahre und auch einen kleinen Bonus bekommen habe. Ist ja mein Job, da noch auszuhandeln. Ich sag mal, wenn jetzt jemand da 5.000 oder 6.000 Euro stehen hat, sagen wir mal 6.000 Euro verdoppelt, schaut mal in der Tabelle, es spielt fast keine Rolle. Also darüber zu verhandeln, ist am Ende des Tages auf den Kilometer, und das ist das, was man bezahlt, irrelevant. Mhm. Und dann kommt der Punkt, meine Damen und Herren, Reifenräder, das ist klar, wie bei allen, TAG-Prämie, es gibt auch eine kleine Einnahme und dann kommt eigentlich der interessante Punkt und der ist bei der ganzen Geschichte, da sehen wir die Energiekosten, also im Prinzip die Treibstoffkosten und da sind 70.000 Kilometer gefahren und wir stellen fest, es sind 3.000 Euro. Ja, jetzt müsste man mal schnell, und das habe ich leider nicht vorbereitet, was würde denn so ein Auto 70.000 Kilometer, 10 Liter, auch, lassen wir einfach mal rundrechnen, 7.000 Liter wären da durch die Einspritzdüsen gelaufen, 7.000 Liter, was kostet der Sprit heute? Für so ein Fahrzeug müsste man sicher super plus nehmen, rechnen wir 2 Euro, hätten wir 14.000 Euro. Also wenn ich jetzt nicht ganz, ganz schlecht war mit dem Kopf rechnen, dann würden da jetzt 14.000 Euro stehen, wo jetzt 3.000 Euro stehen. Wo kommen die 3.000 Euro her? Wie errechnen sich die bei 70.000 Kilometern? Du hast eine eigene Photovoltaikanlage, das heißt, du tankst ja auch Eigenstrom. Ja, die Photovoltaikanlage muss man aber nicht dem Autokosten zurechnen, weil die dienen ja in erster Linie unserem Lebensunterhalt, deswegen tauchen sie ja auch nicht auf. Natürlich, klar, es gibt einen Mixpreis. Ich habe jetzt über alles mit Supercharger frei, was das Auto noch hat. Auch vielleicht auch mal irgendwo umsonst geladen, aber eben auch zu Hause, Sommer, Winter mit unterschiedlichen Preisen. Einen durchschnittlichen Kilowattstundenpreis von 21 Cent. Also der, den ich bezahlt habe. Supercharger bleibt frei für diese, bei diesem Auto. Also 21 Cent bei den heutigen Preisen am Stromanschluss von 35, 40 Cent, also auch nur die Hälfte. Das ist eben auch das, wenn man die Dinge zu Ende denkt und weiter macht, dann kann man ja den Strom vom Dach veredeln. Und das sieht man ja hier, 3.000 Euro ist wirklich relativ wenig.
Ja, den Tipp, den haben Sie schon 6 Millionen Mal bei uns ja bei Leben mit der Energiewende TV gehört. Die Energie vom Dach können Sie am besten verhedeln fürs Elektroauto. Da ist je nach Verbrauch beim Elektroauto die selber produzierte Kilowattstunde 50 bis 70 Cent wert. Und die Energie vom Dach fürs Auto zu verwenden, ist eigentlich die Number One, noch vor der Versorgung des Hauses, obwohl man natürlich erstmal das Haus und die Wärme versorgt sehen will. Aber die größten Effekte, das kennen Sie, habe ich 1000 Mal gesagt, haben Sie mit der Elektromobilität. So, ein paar weitere Kosten brauchen wir gar nicht drüber reden. Steuern 0 Euro, auch schön. Gar nichts. Für 10 Jahre keine Steuern. 10 Jahre, das heißt, das Auto 2019, 2029 sind 10 Jahre rum. 2030 ist sowieso vorbei. Da gibt es keine Steuerfreiheit mehr in Deutschland für E-Autos. Von daher habe ich es gerade noch rechtzeitig gekauft. Ja, ich habe für ein anderes Auto jetzt 48 Euro im Jahr bezahlt, auch ein relativ leistungsstarkes E-Auto. Also da erwarte ich keine unangenehme Überraschung. Da sollte sich lieber Verbrenner Klausi Gedanken drüber machen, weil der CO2-Preis auch in die Kfz-Steuer später umgerechnet wird. Man kann da keine seriöse Prognose machen, wie sich das entwickelt, aber dass es steigen wird, das dürfte gewiss sein. Den Adleraugen unter unseren Zuschauern wird schon das Fahrtenbuch elektronisch aufgefallen sein mit 1200 Euro. Das heißt, der Wagen wird auch zumindest teilweise gewerblich genutzt und das ist gut angelegtes Geld, weil automatisch das Fahrtenbuch alles einträgt und man sich viele, viele Stunden Handarbeit erspart. Enorm. Also den Stundenlohn, den man bekäme, um die 1200 Euro in 4 Jahren zu sparen, da ist so ein bisschen ein Eurojobber nachher. Also das lohnt sich überhaupt nicht. Und vor allen Dingen ist es eben auch anerkannt vom Finanzamt. Da wird ein QR-Code gescannt, der die Echtheit dieses Fahrtenbuchs dokumentiert. Da kann man nicht schummeln. Von daher, also an der Stelle gibt es auch kein Wagnis, weil Fahrtenbücher werden ja auch manchmal vom Finanzamt gestrichen. Michele, ich muss mal kurz eine Anweisung an die Regie geben. Michele, wenn du Hans nachher eintitelst, ja, schreib nicht Hans Kurzweg, elektrische Meile, sondern schreib Hans Meck Kurzweg drunter, denn er hat in den 4 Jahren nur, schauen Sie mal auf die Grafik, 50 Euro Trinkgelder, also bei 4 Jahren Betrieb nur 50 Euro Trinkgelder, Meck Kurzweg. Wer hat denn die bekommen und warum nur so wenig, Meck? Das ist tatsächlich nur dort passiert, wo ich Reparaturkosten hatte. Also an die Versicherung habe ich kein Trinkgeld überwiesen, bei der Finanzierung auch nicht. Also es sind viele Positionen, die sich ohnehin ergeben. Reifenräder sind sicherlich mal ein bisschen aufgerundet, bei den Energiekosten auch nicht. Also ich bin auch nicht ganz sicher, ob der Wert jetzt richtig ist, aber lass da 100 Euro stehen. Es spielt keine Rolle. Also wenn man sich das anguckt bei den Gesamtkosten, ist es... Also, Michele, ich nehme das mit dem Mac Kurzweg zurück, ja, weil in Ermangelung der Möglichkeit für Service und Reparaturen Trinkgelder loszuwerden, sind es leider nur 50 bis 100 Euro gewesen. So, unterm Strich, ganz unten, meine Damen und Herren, können Sie es lesen, was der Kilometer gekostet hat. Und zwar 84 Cent bei 70.000 Kilometer. Und da muss man dazu sagen, es handelt sich ja wirklich um ein Luxusauto, was man mit einer Mercedes S-Klasse vergleichen könnte. Der hat sogar mehr PS als ein Porsche Taycan. Ja, der Porsche Taycan 500 kW haben wir vorhin in einem Armada C gefunden. Also meiner hat 585 oder 595 in der Spitzenleistung. Im Fahrzeugstein steht die Dauerleistung. Nichtsdestotrotz ruft man die Höchstleistung ja nicht immer ab. Nein, es ist tatsächlich so, dieses Fahrzeug hat einen Antritt. Es gibt Videos dazu, der einfach nicht mehr von dieser Welt ist. Und das ist eben, das begeistert mich, das muss man sagen. Und jeder, der mitgefahren ist, sagt entweder, Hans macht das nie wieder oder das möchte ich jeden Tag haben. Also ja, diese 84 Cent, meine Damen und Herren, sind ganz interessant, weil sie realistisch sind. Wenn man jetzt den schon von uns erwähnten ADAC vergleicht, da kommen wir auf ähnliche Zahlen. Und jetzt zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, nehme ich mal den direkten Kostenvergleich für Wartung, für Betrieb, Anschaffung, Werteverlust. Da hat der ADAC, der nicht als super progressive Organisation bekannt ist, einen Kostenvergleich angestellt und aus dem zitieren wir jetzt ausdrücklich mal, weil das ist eben sehr interessant und das Fazit steht gleich vorne weg und da steht, Fahrzeug mit elektrifiziertem Antrieb schneiden im Kostenvergleich oftmals günstiger ab. Und was besonders bemerkenswert ist bei dieser Aufstellung, meine Damen und Herren, ist die Tatsache, dass der ADAC zwar auf der einen Seite die Förderprämie für Elektroautos abgezogen hat, aber bei den
Verbrennerautos wurden ausdrücklich gleich 10% vom Listenpreis abgezogen. Und natürlich können wir von preiswerten Fahrzeugen gucken, aber in der Regel werden in Deutschland ja teure Fahrzeuge gekauft. Und der 10% Abzug, den der ADAC in der Liste gemacht hat, ist eben teilweise bei den teureren Modellen mehr als die Elektroautoprämie. In der Tat, also wenn ich jetzt 60.000 Euro nehme und 10% abziehe, dann bin ich ungefähr schon in der Größenordnung jetzt, was aktuell die Kaufpreisprämie ausmacht. Und man hätte eben auch durchaus erwähnen können, dass man auch mal ein Elektroauto mit Nachlass kaufen kann. Das ist tatsächlich so, dass die Händler Kontingente abnehmen müssen, vielfach, und die wollen auch auf ihrem Hof einen Fahrzeugdurchlauf haben. Und da kann man schon hier und da mal, wenn man guten Kontakt mit seinem Autohändler hat, dort auch einen Nachlass bekommen. Vielleicht wird er ein bisschen kaschiert durch einen besseren Ankaufspreis vom Verbrenner. Vielleicht wird er sich tatsächlich als Nachlass darstellen. Da an der Stelle hat der ADAC ein kleines bisschen zugunsten des Verbrenners, meine ich, gerechnet. Aber es spielt keine Rolle, weil wir kommen trotzdem günstiger mit E-Auto. Also der ADAC hat sich da große Mühe gegeben, werden Sie auch gleich sehen. Man hat also versucht, Fahrzeuggrößen und Motorisierung miteinander zu vergleichen. Nicht immer ist es ganz identisch, weil nicht jedes Verbrennerauto wird von der gleichen Karosserieform mit der gleichen Leistung auch als E-Auto angeboten. Deshalb hat man eben versucht, hier Vergleichsmöglichkeiten zu schaffen. Und davon müssen wir jetzt mal ausgehen. Und jetzt wird es richtig, richtig interessant. Und jetzt sehen Sie gleich das, was wir am Anfang der Sendung schon gesagt haben. Bei den zumindest teureren Autos, und in Deutschland werden ja sehr, sehr viel teurere Autos gekauft, SUVs, fast die Hälfte aller Zulassungen in Deutschland sind SUVs, stellt der ADAC fest, dass die Anschaffungskosten für ein Elektroauto niedriger sind als für einen Verbrenner. Und da fangen wir gleich mal bei Audi an, Hans. Da hast du schon sehr gestaunt. Wir vergleichen ein Audi R5 e-tron GT Quattro. Der hat 440 kW Leistung und der Benziner drunter, ein R8, ist zwar ein Coupé, hat 456 Kilowattstunden Leistung. Also das passt ungefähr. Und jetzt schauen Sie mal rechts, meine Damen und Herren. 212.000 zu 142.500. Das ist ein Riesenunterschied bei den Anschaffungskosten. Ja, das ist zwei Drittel zu, also wenn man runterrechnet vom teuren, dann ist das nur noch zwei Drittel, was der Stromer kostet bei gleicher Leistung. Oder spiegelt sich auch in den Kilometerkosten wieder. Ich habe die 15.000 genommen, obwohl ich glaube, dass in der Fahrzeugkategorie mehr im Jahr gefahren wird. Aber wenn man mal die 15.000 nimmt und sich das mal reinzieht, dass der mit dem Super Plus 265 Cent, also 2,65 Euro pro Kilometer bezahlt. Und jetzt stellt euch vor, der fährt seine Kinder 12 Kilometer zum Sport und holt sie wieder ab. 24 Kilometer. Mal 2,65 Euro. Da hat der Spaß über 50 Euro gekostet. Pro Training. Also man muss sich mal reinziehen. Gut, das sind natürlich jetzt wirklich high end, also sehr, sehr teure Kosten. Aber das hat mich eben auch überrascht, dass Audi dermaßen teuer ist. Wir haben später ja auch noch in der Liste, gucken wir nochmal bei BMW und bei Mercedes und bei Tesla rein. Wir werden sehen, also hier haut es wirklich fast den Boden aus. Und die wichtigste Erkenntnis ist, der Stromer bei gleicher Leistung kostet nur zwei Drittel. Egal, ob man Kaufpreis oder Kilometerpreis nimmt, ja. Das ist eigentlich der Hammer. Zwei Drittel, also ein Drittel kann ich sparen. Und wenn wir mal an die Liste zurückdenken, meine Liste, meine Kosten, wo soll ich denn da ein Drittel sparen? Geht doch gar nicht. Es gibt keine Position, nachdem die Finanzierung erledigt ist, wo ich ein Drittel sparen kann. Aber durch den Systemwechsel vom Super Plus auf den Benziner kriege ich dieses Drittel. Einfach so. Kann man dazu sagen, dass eine hohe PS-Leistung bei Verbrennern ist natürlich auch extrem teuer, während man die hohe Leistung beim Elektroauto relativ einfach hat? Es wird irgendwann sehr aufwendig, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mit hoher Leistung zu bauen. Es muss gekühlt werden natürlich, und die Technik ist dann auch sehr speziell, wird nicht in großen Stückzahlen hergestellt. Ob subventioniert wird, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich so, ich sag mal so, 100 PS obendrauf bei einem Verbrenner kostet viel mehr als beim Elektrofahrzeug. Ja. Wir verbauen Akkus bei den Elektrofahrzeugen, sag mal, zwischen 60 und 80 Kilowattstunden. Und man kann diesen Akkus 300, 350 Kilowatt Leistungen nehmen. Und jetzt sagt der Hersteller, na, warum soll ich denn nicht die Leistungselektronik und den Motor einbauen? Der Akku kann es doch schon. Also, die Frage, die dann auftaucht, ist, braucht man so viel Leistung beim Stromer? Nö, braucht man nicht, ganz gewiss nicht. Aber es ist so einfach, dass es einfach gemacht wird.
Tipp von mir. Wird Hans als Elektroautofahrer überhaupt nicht gefallen? Egal ob Elektroauto oder Verbrenner. Also bei einem so großen Auto, 1,72 Euro für ein Elektro und 2,65 Euro für einen Verbrenner. Hans, das ist ja billiger, Taxi zu fahren. Fahren Sie Taxi. Ich bin ja begeisterter Befürworter des öffentlichen Personennahverkehrs. Können Sie gleich eine Berliner Taxe rufen für das Geld? Also selbst mit meinen 84 Cent bin ich immer noch geizig und fahre oft mit dem Fahrrad oder mit meinem Roller, der jetzt hier auch draußen vor dem Studio steht. Aber das hat natürlich auch den Grund, dass man hier einfach besser parken kann. Nein, es ist tatsächlich so, was eben wirklich wichtig ist, dass wahrscheinlich sich viele Autofahrer auch in anderen Preisregionen nicht über die wahren Kilometerpreise im Klaren sind. Man hat immer gesagt, ein Auto zu haben ist wie eine zweite Miete und das wird wohl stimmen. In dem Fall ist es wahrscheinlich sogar eine sehr, sehr gehobene Miete, aber wir kommen auch in andere Fahrzeugregionen, wo man sagen kann, fährst du 1000 Kilometer im Jahr, 1000 Kilometer im Monat, 1000 Kilometer mal 2,65. Das heißt, das sind 2650 Euro, die da wegrauschen. Und dann bin ich noch nicht mal bei 15.000 Kilometer im Jahr. Also, das ist schon ein sehr, sehr gut Verdiener, der sich das anschafft, ne? Ja, und was Hans rausgefunden hat, ist, dass man hat mal früher gedacht, Audi hat so aufgeholt gegenüber BMW und BMW ist alles viel teurer. Und in der Auflistung hier können Sie sehen, dass das Verhältnis zwischen BMW-Verbrenner und BMW-E-Mobilität viel günstiger ist als das Verhältnis bei Audi. Also Audi scheinen ja doch ziemlich teuer zu sein. Denn wenn wir uns ein ähnliches Auto in der Leistung wie beim Audi angucken. Und da haben wir jetzt mal den i4 M50 genommen. Der hat auch 400 kW. Der kostet keine 200.000, der kostet dann 71.000. Da ist ja BMW ein Sonderangebot. Also ich verfolge das nicht täglich. Ich war komplett überrascht, weil hier steht laut ADAC 71.000. Gut, die haben die 10% abgezogen, 71.000. Wir erinnern uns, Audi 142.000, also ziemlich genau die Hälfte. Und auch mit 400 kW unterwegs. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in etwa in den Kilometerpreisen wieder. 94 Cent zu 1,65 Euro, 1,72 Euro oder was es gewesen sind. Also tatsächlich, ich hätte gedacht, BMW und Audi preislich mittlerweile auf einem Niveau. BMW überrascht hier an der Stelle wirklich. Wahrlich kein Schnäppchen, soll nicht behauptet werden, aber gegenüber dem Audi, den wir gerade hatten, also 50% weniger. Leute, das könnt ihr nicht aushandeln beim Händler. Ist denn der i4 vergleichbar mit den anderen Audi-Fahrzeugen, die wir gesagt haben? Oder sagen jetzt viele Zuschauer, na, das ist eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Größe? Also von der Qualität würde ich sie beide in die Premium-Klasse einordnen. Der i4 ist sicherlich ein bisschen kompakter als der Audi, den wir da vorher hatten. Aber Gott, ja, wir finden keine 1:1 Fahrzeuge und lass den Vergleich nicht 1:1, sondern 1:1,1 sein. Wir haben trotzdem einen Preisunterschied von 1:2. Und selbst wenn die Fahrzeuge nicht ganz identisch sind, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ja, jetzt würde man sagen, die asiatischen Elektroautos, ach, die sind sowieso viel billiger als die deutschen Elektroautos. Und jetzt ziehen wir mal ein asiatisches Fahrzeug dazu, ein Genesis, ist die Luxusmarke von Hyundai. Hyundai ist ja sehr beliebt bei den Elektrofahrzeugen und da haben wir den GV70 Electrified Sport AWD mit 360 kW. Gut, es sind jetzt 40 kW weniger. Kostet 68.480 Euro. Der ist ein bisschen billiger, hat aber ein bisschen weniger kW als der BMW, aber liegt eigentlich fast sozusagen gleich auf wie ein BMW. Also das preiswerte asiatische Elektroauto ist es auch nicht. Ja, tatsächlich ist er nicht wirklich preiswerter. Er ist natürlich deutlich größer. Wir reden hier von einem SUV oder Kombi, also wie auch immer. Von daher glaube ich schon, dass hier Mehrwert geboten wird. Etwas preiswerter auch im Unterhalt, in den Kilometerkosten. Aber die Überraschung ist, dass die Preise aus Fernost sich unseren gut angenähert haben. Ne? Jedenfalls das, was wir im Moment am Markt sehen. Ja, und hier sehen wir ja auch, und jetzt sehen wir, wenn wir mal deine 88 Cent, dann sehen wir schon, dass es so bei so einer Art von Autos, Größenordnung, wahrscheinlich ein realistischer Betriebskostenpreis, inklusive Wartung und natürlich auch dem Wertverlust.
Das sehe ich auch so, wobei wir bei Tesla ja noch die Besonderheit haben, dass wir diese hohe Garantieleistung haben, die dann dem doch entspannt. Wir haben ja unterschiedliche Garantieleistungen von 2 Jahren bis 4 Jahren, 7 Jahren. Tesla, man muss noch mal sagen, gibt also gerade da, wo die meisten Ängste sitzen, nämlich bei den teuersten Komponenten, das ist Antrieb und der Akku, 8 Jahre Garantie, bei meinem Model S sogar mit unbegrenzten Kilometern. Ja, wir haben uns ja so ein bisschen reinbegeben in die Kategorie 400 kW. Schauen wir mal zu Kia, noch ein Koreaner. Nehmen wir den EV6, GT4 Vierradantrieb, 430 Kilowattstunden, sind wir auch wieder so, 69.900 liegen wir auch wieder so in dem Bereich. Ja, die Story wiederholt sich, also irgendwo kochen sie alle mit Wasser und wir kommen auf ähnliche Preise. Der ist natürlich in der Anschaffung jetzt auch schon wieder mal ein bisschen günstiger. Tatsächlich wollen wir aber heute auch nicht nur über die teuren Fahrzeuge reden, aber die sind insofern spannend, weil hier die Preisunterschiede bei dem Audi, wo wir angefangen haben, am deutlichsten waren zwischen dem Stromer und dem Verbrenner. Hier können wir ja manchmal bei den Autoherstellern finden wir überhaupt gar kein Auto mehr, was als Verbrenner in dieser Leistung angeboten wird. Also auch etwas. Wenn jemand also sagt, ich bin Kia-Fan und ich möchte ein hochmotorisiertes Fahrzeug fahren, dann findet er gar keinen mit einem Diesel- oder Verbrennerfahrzeug. Dann muss er zum Stromer greifen. Jetzt werden Sie fragen, und was ist mit Mercedes-Benz? Da können wir sagen, Mercedes-Benz macht seinem Namen alle Ehre. Da haben Sie das Teuerste vom Teuersten. Hans hat mal rausgegriffen, den EQE 53 AMG 4MATIC mit 460 kW liegt ungefähr. Und da liegen wir schon wieder auf über 100.000 Euro. Ja, also bevor wir zu den preiswerteren Autos kommen, sehen wir also auch hier, irgendwo zwischen BMW und Audi liegt der Anschaffungspreis hier bei diesen Fahrzeugen. Und wir haben ja im direkten Vergleich einen Stromer und ein Fahrzeug mit Super Plus, also mit einem Benzinmotor und hinterher die Preise. Wer kann das bezahlen, nicht? Muss man sich mal fragen. Ja gut, 100.000 hast du für deinen auch bezahlt. Ja, den Anschaffungspreis. Na gut, du kannst ja ein Geschenk von Oma bekommen oder du kannst es auch strecken. Das kannst du kalkulieren. Aber ich glaube, was die meisten nicht kalkulieren, sind die Kosten, die dann hinten rauskommen. Und wir wissen ja, A, Auto fängt mit A an und hört mit O auf und in der Mitte ist es teuer. So war es wohl. Also tatsächlich sind die Kilometerpreise, die der ADAC auswirft, sicherlich für viele eine Überraschung. Ich glaube, die meisten fahren es durch die Gegend, ohne es zu wissen oder verdrängen es gerne. Aber hier sehen wir es eben schwarz auf weiß auch wieder, dass der Super Plus, also der Verbrennungsantrieb hier ungefähr ein Drittel mehr kostet als der vergleichbare Stromer aus demselben Hause Mercedes-Benz. Hans weist ja die ganze Zeit drauf zu. Wir kommen gleich zu den preiswerteren Fahrzeugen, um das Abschalten der Zuschauer zu verhindern, die sagen, solche Wagen können wir uns überhaupt nicht leisten. Aber wir machen noch weiter, wir klettern noch weiter nach oben. Der große Traum ist ja der Porsche Taycan Turbo, also das Elektroauto, was wirklich so schnell beschleunigt wie ein Düsenjet, der auf der Startbahn ist. Und da können wir auch mal gucken, auch sehr interessant, also der Porsche Taycan Turbo mit 500 kW und der ist zwar ein bisschen größer, der Panamera Turbo SPDK, nur der liegt in der Leistung ungefähr gleich und da sehen wir einen wirklichen Kostenunterschied. Also auch hier wieder das, dass wir durchwegs haben, dass die Verbrenner teurer sind. Ja, also wir haben ja jetzt die Feststellung an genügend Beispielen, glaube ich, treffen können, dass bei den hochmotorisierten und eben auch hochteuren Fahrzeugen der Stromer mittlerweile in den Kostenkapiteln deutlich gewinnt. Mal ist er ein Viertel günstiger, mal ist er ein Drittel günstiger, aber durchweg bei den Herstellern Audi, BMW, Porsche, Mercedes finden wir das immer wieder, ist der vergleichbare Stromer deutlich günstiger. Ich sag vergleichbar, natürlich ist der Taycan und der Panamera, werden viele sagen, da sind Welten dazwischen. Leute, versucht vergleichbarere Fahrzeuge zu finden, aber die Preisunterschiede werden wir nicht wegdiskutieren können. Ja, und jetzt kommt was sehr, sehr Interessantes. Für mich war es ja immer so, dass wir gesagt haben, Tesla, das ist immer das Teuerste gewesen. Es gab dann so die ersten Elektrofahrzeuge nach dem Tesla, wo wir gesagt haben, ja, wir brauchen ja endlich mal günstigere Fahrzeuge als ein Tesla. Ja, Tesla ist der Vorreiter und das ist absichtlich teuer und die versuchen erst mal mit den Luxusfahrzeugen loszugehen. Und Tesla ist preislich nach wie vor oder als
als Maßstab immer noch der Vergleich. Und da hat der ADAC was sehr Interessantes gemacht. Und da schauen wir mal auf die Grafik. Er hat jetzt tatsächlich Tesla-Fahrzeuge verglichen mit anderen Fahrzeugen, mit noch Verbrennerfahrzeugen. Und da stellen wir eigentlich jetzt fest, dass Tesla total die Preisführerschaft übernommen hat. Ja, wir haben uns durchs Alphabet gehangelt und das T kommt ziemlich am Schluss. Und das finde ich auch gut so, weil es uns jetzt eine Überraschung darstellt. Mittlerweile sind sowohl die Anschaffungspreise in diesem Zweier-Dreier-Vergleich, den der ADAC eben anstellt, immer am günstigsten, die Anschaffungspreise. Ich sage günstig, wohl wissend, dass es immer noch viel Geld ist. Wir sehen es aber auch, das spiegelt sich in den Kilometerkosten da. Ich meine in der Relation sogar in den Kilometerkosten sogar noch deutlicher niedriger als in den Anschaffungspreisen, was für mich ein Hinweis ist, dass die Kosten nach der Anschaffung beim Tesla irgendwo niedriger sind. Und da haben wir dann tatsächlich das, da Model 3 ist natürlich kleiner, da sind wir dann bei 62 Cent. Und dann nehmen wir mal zum Beispiel den Audi A5, nehmen wir den Benziner oder nehmen wir den Diesel, dann stellen wir fest, der Diesel ist sogar noch teurer als der Benziner im Betrieb und wesentlich teurer. Und das können wir jetzt sozusagen die ganze Range runtergehen. Wir können alle Tesla-Modelle vergleichen mit dem Benziner und stellen fest, dass die Anschaffungskosten und die Betriebskosten sowieso viel, viel niedriger sind als beim Verbrenner. Das heißt, Hans, wir können doch wirklich sagen, die Behauptung, dass ein Elektroauto teurer ist in der Anschaffung als ein Elektroauto, ist, es gehört der Vergangenheit an. An der Stelle auf jeden Fall. Dass das Elektroauto billiger ist. Ja, also an der Stelle müssen wir die Feststellung treffen, dass in der gehobenen Preisklasse, obere Mittelklasse und Luxusklasse bei den leistungsstarken Fahrzeugen ist dieser Trend nicht mehr wegzudiskutieren. Wie gesagt, trotz der Preisverschiebung, die der ADAC hier gemacht hat, gewinnt hier das Elektroauto. Wir schauen uns noch die anderen Preis- und Leistungskategorien an, aber hier auf jeden Fall nicht wegzudiskutieren. Preisvorteile. Bei Tesla muss ich vielleicht nochmal einen Nebensatz sagen. Es wird, das Tesla Model Y ist jetzt der meistverkaufte PKW der Welt. Das heißt, es gibt auch den Toyota, der immer führend war, den Toyota Corolla, der ist um 10% abgehängt worden weltweit. Selbst wenn wir einen Markt finden in Deutschland, wo wir sagen, ja, da verkauft VW immer noch mehr. Leute, auf der Welt entscheiden sich die Leute anders. Und wir haben sowohl beim Model Y als beim Model 3 von Tesla noch eine sehr, sehr gute Perspektive, nämlich zwei gute Perspektiven. Erstens, es ist noch Luft im Preis drin, die verdienen Geld damit, was nicht selbstverständlich bei allen Autoherstellern ist. Wir hatten sogar Warnungen von Fiat seinerzeit, kauft nicht den Fiat 500e, weil wir nur Verluste damit machen. Ist tatsächlich so gewesen. Ne? Ist ein bisschen Vergangenheit, ich weiß, aber das ist so gewesen. Und wir haben, einerseits ist also in den Preisen bei Tesla noch Luft, was ich sagen will, also es können Marktverschiebungen noch weiter stattfinden. Und zum Zweiten werden jetzt neue Produktionsmethoden in Fremont und in Shanghai eingeführt werden, an Berlin auch, mit den großen Formteilen, die eben, die Zahl war, glaube ich, 300 Industrieroboter in der Fertigungsstraße einsparen. Das heißt also auch hier nochmal eine Kostensenkung möglich. Wie weit Tesla das weitergibt an die Kunden, das werden wir sehen, aber die Möglichkeit besteht. Also an der Stelle muss man sagen, deswegen ist eben, weil der Kaufpreis niedriger ist beim Model Y als bei den vergleichbaren Fahrzeugen, deswegen ist es ja auch wahrscheinlich das meistverkaufte PKW zurzeit auf der Welt. Und wenn die Preisverschiebung nach unten weiter stattfindet, dann wird das Ziel von Tesla sicher erreicht, also die Beschleunigung zur nachhaltigen Energie voranzutreiben. Ja. Der ADAC setzt das Model Y Maximum Range mit 378 kW mal gleich mit einem BMW X4, mit der 375 kW hat. Und da haben wir 57.668 Euro Anschaffungskosten gegen 107.300. Und dann kann man gleich sehen, der Unterschied ist eben 79 Cent zu 1,51 Euro pro Kilometer. Ganz interessant bei den deutschen Modellen, es gibt ja auch deutsche Modelle, die so ein bisschen so groß sind wie das Model Y. Und da sehen wir in der unteren Liste den VW ID.5 GTX 4Motion. Der hat 220 kW, also er ist deutlich geringer motorisiert als der Tesla. Kostet 56.000 und der Tesla mit 393, der fängt so niedrig gar nicht an.
ist ein bisschen teurer, aber muss schon sagen, auch ein VW vergleichbar zum Tesla ist teurer. Ja, aber in der Liste muss man sagen, relativ gesehen fährt man hier in der Liste mit VW immer noch am günstigsten. Man kann ID.3 fahren mit 56 Cent bei 15.000 Kilometer im Jahr. Den großen ID.5 GTX ist natürlich höher motorisiert mit 77 Cent. Das heißt, wenn man es akzeptiert, zwischen dem einen oder dem anderen Fahrzeug zu wählen, wir reden ja jetzt nicht mehr von der High-End-Klasse, dann kann man mit diesen Fahrzeugen relativ preiswert fahren. Jetzt schauen wir mal in die Kategorie bezahlbare Fahrzeuge. Und da stellen wir dann fest, dass der Preisunterschied dann bei den einfacheren Fahrzeugen nicht mehr ganz so groß ist. Da hat der ADAC den ID.3 mit 150 kW verglichen mit dem Golf, 2,0 Liter, der nochmal mit Benzin fährt. Und da ist der Preisabstand nicht mehr so groß. Ja, muss ich mal sagen, also der Kaufpreis ist natürlich auch ein bisschen Firmenpolitik. Ob der jetzt tatsächlich relevant ist oder ob der dem Markt geschuldet ist, sei mal dahingestellt. Deswegen sind für mich die Warenkosten, die Kilometerkosten am Ende nachher das Ende der Wahrheit. Weil das ist das, was der Kunde nach 4 oder 5 Jahren, je nachdem man rechnet, das, was er tatsächlich bezahlt. Und wenn wir hier sehen, dass der Stromer wieder 56 Cent zu 66 Cent darstellt, ja, dann müsste schon der Verbrenner deutlich günstiger sein, um in die Kategorie zu kommen. Und ich glaube, dass die Preise für Verbrennungsfahrzeuge über die vielen, vielen Jahre hinweg sich so entwickelt haben, dass da keine Überraschung mehr nach unten zu erwarten ist. Also der ID.3 ist ja für mich eigentlich der neue VW Golf. Und das können Sie in der Liste vom ADAC sehen. Den ID.3 fahren Sie eigentlich einfach preiswerter pro Kilometer als einen VW Golf mit einem Verbrennermotor, selbst wenn er im Anschaffungspreis 1.000 Euro teurer sein sollte. Wenn Sie größer werden, dann vergrößert sich auch der Preisvorteil. Beim ID.5 in der Liste können Sie es nochmal sehen, verglichen mit dem Tiguan haben wir es auch wieder. Da ist sozusagen der Verbrenner wieder 10.000 Euro teurer eine Anschaffung. Da geht das sofort wieder los und dementsprechend sind die Kilometerpreise. Und da zeigt sich auch, für mich auffällig ist, dass der Unterschied in den Kilometerkosten, also die Relation in den Kilometerkosten, sagen wir mal rund 1 Euro zu 77 Cent, das sind über 20 Cent weniger, den der Stromer hier auf den Kilometer kostet. Aber dieser Preisunterschied ist nicht durch den Kaufpreis entstanden, sondern durch die weiteren Kosten offensichtlich, die nach dem Kauf entstehen. Also wage ich hier an solchen Beispielen die These, dass der Unterhalt letztlich diesen Preis nach unten, wesentlich nach unten senkt. Also irgendwo entstehen dort weniger Kosten als bei einem Verbrenner. Und ich vermute mal, in erster Linie werden es natürlich die Spritkosten sein. Ja, und der und neben den Wartungskosten natürlich auch, kommt ja auch noch dazu. Ja. Ja, das kann ich jetzt nicht abschätzen, wie da in 5 Jahren die Preise sind, wie die Wartungspläne aussehen. Aber irgendwo muss es ja entstehen, weil hier haben wir ja tatsächlich einen Unterschied, der über 20 Cent günstiger ist in den Kilometerkosten, aber eben nicht 20% in den Anschaffungskosten. Ja, damit ist eigentlich relativ klar, dass die Elektromobilität schon jetzt den Verbrenner in der Wirtschaftlichkeit schlagen kann. Wir haben ja ganz oben angefangen, sind bis runtergegangen. Wir gehen gleich noch eine Stufe tiefer. Frage nochmal, wir haben ja einen Wertverlust gerechnet, der ist gleichgerechnet ungefähr, hast du ja auch so gemacht. Aber man muss ja sagen, wahrscheinlich kann ich ein Elektroauto länger fahren als ein Verbrennerauto. Tatsächlich wird durch die geringeren Verschleißteile die Lebenserwartung eventuell höher sein. Ich muss natürlich so ein Fahrzeug auch pflegen, weil es kann ja auch rosten. Und ich habe auch Teile, die sind beim Verbrenner und die sind beim Elektroauto annähernd identisch. Also Fahrwerk, Reifen zum Beispiel nicht. Da muss ich auch schon besonderen Augenmerk drauf legen. Allerdings sind schon wieder die Bremsen sehr viel weniger gefordert. Tatsächlich habe ich bei einem E-Auto, was ich habe, seit 2011 noch die ersten Bremsscheiben drauf. Sogar die ersten Bremsbeläge, weil der Motor bremst. Also es finden Verschiebungen statt in den Wartungsplänen, in den Reparaturkosten. Und es wird auch so sein, dass mit zunehmender Haltedauer natürlich auch beim E-Auto größere Reparaturen anstehen. Selbstverständlich kann auch ein teureres Teil kaputt gehen. Vielleicht kostet eine Klimaanlage beim Tesla 4.600 Euro, wird beim Audi, beim BMW ähnlich sein. Diese Dinge kommen dann später auch noch dazu. Da wird sicherlich die Frage interessant sein,
denn, welchen Wert legt der Hersteller auf Haltbarkeit, welche Garantieversprechungen habe ich? Viele werden ihre Autos nicht so lange halten. Es wird sehr viel verkauft eben an Firmen, die über 2, 3 oder 4 Jahre die Fahrzeuge nur halten. Was ich aber sehr interessant finde ist, und das sollte man auch mal sagen, wenn ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer ein E-Auto überlässt, dann zahlt er einen geldwerten Vorteil, der nur ein Viertel so hoch ist wie bei einem gleichpreisigen Verbrenner. Das hat der Gesetzgeber so gewollt, also als eine Förderung. Der geldwerte Vorteil, der zu versteuern ist, ein Viertel. Das muss man sich reinziehen. Da kann der Arbeitnehmer 100 oder 200 Euro Steuern im Monat sparen, die er anderweitig ausgeben kann. Einfach, weil er sagt, Cheffe, ich hätte gern ID3 und nicht einen Golf 7 FSI. Und schon ist das möglich. Ne? Frage, oder kommt das dicke Ende beim Elektroauto dann irgendwann doch, weil man die Batterie austauschen muss und dann wird es richtig teuer? Ja, wenn die Batterie ausgetauscht werden muss, wird es richtig teuer. Aber die Fälle sind tatsächlich verschwindend gering. Die Hersteller wissen auch um Nachhaltigkeit und die Anforderungen und die Begehrlichkeiten, die entstehen, dass man eben in vielen Fällen jetzt auch einzelne Zellen aus den Batterieblöcken austauscht und dann einen refurbished Akku, wie es heißt, zur Verfügung stellt mit gleichen Werten, sodass man eben nicht einen komplett neuen Akku kaufen muss. Es ist auch nicht erklärlich, warum 8000 Batteriezellen alle zugleich kaputt gehen. Da wird eine kaputt gehen und dann ist ein Sheet, wie man sagt, also so ein Einschub, sagen wir mal, ist dann kaputt und bei den neueren Fahrzeugen lässt sich's austauschen. Es ist nicht billig, gar keine Frage, aber deutlich unter dem, was allgemein angenommen wird, nämlich unter dem Preis eines neuen Akkus. Ich kenne tatsächlich nur ganz wenige aus der Presse, nicht mal einen persönlich, der einen neuen Akku gekauft hat. Einer meiner persönlichen Freunde hat jetzt nach 565.000 Kilometern, ich sag's nochmal, 565.000 Kilometer, ein Hochleistungsfahrzeug mit um die 500 PS. Und jetzt muss man sich immer, also ein Tesla Model S, damals P85, die gab es dann 2013. Wenn man sich jetzt überlegt, da hat dieser Hochleistungsmotor oder der Akku ist ja auch ein Hochleistungsteil, 565.000 Kilometer gehalten und ist nicht kaputt. Er hat nur gesagt, ich hätte gern einen neuen, weil ich möchte gerne wieder schneller laden. Nicht Tesla sagt, ich will nicht, dass dieses Teil kaputt geht, ich schone es. Stellen wir uns das mal vor, in die Verbrennerwelt umgerechnet. Ich hätte ein Auto mit 500 PS, einen Verbrennungsmotor und der Hersteller sagt, na, damit der nicht morgen kaputt geht, drossel ich dir die Leistung auf 300 PS. Was für ein Aufschrei, es geht gar nicht, Skandal, nicht? Was würde passieren? Und jetzt muss man mal in die Preisliste gucken bei BMW, bei Audi, Mercedes, was würde denn so ein Motor kosten? 21.000 Euro? Ich glaube, da kommen wir noch gut bei weg. Also ich will einfach ein bisschen den Schrecken nehmen. Die Dinger sind haltbarer, als es vielfach durch bestimmte Zeitungen kolportiert wird. Und sie sind dann, wenn sie ausgetauscht werden muss, oft durch den Wunsch des Besitzers ausgetauscht, aber nicht durch eine Notwendigkeit. Das preiswerteste Auto jetzt in der Sendung war der VW ID3. Den haben wir Ihnen hier mit 56 Cent pro Kilometer ausgerechnet. Aber es gibt noch preiswertere Autos. Der ADAC hat in seiner Liste 10 Modelle unter 30.000 Euro identifiziert, wo sie auf 35 Cent pro Kilometer kommen. Und es gibt auch noch Autos, die unter Elektroautos, die unter 20.000 Euro kosten. Und die Webseite e-fahrerchip.de hat das mal aufgelistet. Jetzt muss man sagen, der Smart EQ, der geht glaube ich raus, aber man kann ihn irgendwie noch bekommen, ne? Ja, es ist bei diesen Fahrzeugen tatsächlich so. Sie sehen ja, da ist Rang und Namen bei. Vielleicht wird der eine oder andere nicht einen Wunsch haben, sich einen Dacia zu kaufen. Aber wenn wir uns das anschauen von den Preisen her, Unterhaltskosten, dann ist das Ding einfach ganz, ganz weit vorne. Wir kennen den Twingo, wir kennen den Fiat 500e, wir kennen den Smart. Alles Fahrzeuge, die ihre Käufer durchaus finden. Das muss man sich eben überlegen, ob so ein Fahrzeug vielleicht als Cityflitzer geeignet ist oder als Zweitfahrzeug in der Familie, wenn ich keine großen Runden drehe. Aber dann, wenn ich mich dafür entscheide, kann ich sehr preiswert fahren. Wir haben uns am Wochenende unterhalten, Hans, dass wir gesagt haben, eigentlich sind chinesische Elektroautos ganz schön teuer geworden. Ja? Also wenn ich jetzt so ein Smart mir angucke oder so ein Dacia Spring, da muss ich sagen, dass die europäischen Elektroautos dann in der Kategorie sogar noch billiger sind als die Chinesen.
Ja, es wird aber natürlich auch mit Verzicht auf Ladeleistung oder Akkugröße einhergehen. Also man darf jetzt nicht denken, dass da Wunder geschehen sind, sondern da ist schon Teil der Ausstattung, Teil der Leistungsfähigkeit genommen. Aber es heißt ja immer, wo sind denn die preiswerten E-Autos? Kann man sie kaufen? Ja, man kann sie kaufen. Es gibt sogar noch Leichtfahrzeuge L7E oder wie die Fahrzeugklasse heißt, wo man dann den Opel Rocks E zum Beispiel kaufen kann. Den kann man auch 16-Jährigen schon mit einer abgespeckten Variante kaufen. Also sogar unterhalb der Liste, die hier ist, gibt es noch wenige zwar, aber gibt es noch Fahrzeuge, die das können. Meine Frau zum Beispiel fährt einen Renault Twizy, auch so ein Leichtkraftfahrzeug, 495 Kilo. Und das ist ihr Liebling. Und preislich, wir haben es nie nachgerechnet, aber die bezahlt ja fast gar nichts mehr dafür. Der Nissan Leaf war mal das am meisten gekaufte Elektroauto der Welt und den gibt es immer noch und jetzt können Sie auf der Liste sehen, auch noch im Verhältnis relativ preiswert. Abzug der Förderung gibt die Webseite e-Fahrradchip 26.222,50 Euro an. Also das ehemals meistverkaufte Elektroauto der Welt hält wirklich im unteren Preisbereich gut mit und ganz am Anfang haben wir gesagt, boah, das war schon ein richtig gutes Elektroauto, das ist auch ein tolles Auto. Muss ich sagen, ich habe selber drin gesessen. Was ich ganz oft sehe, ist der MG. Das ist tatsächlich jetzt mal ein Chinese. Den sehe ich relativ häufig und das können Sie auch sehen. Auch der ist relativ günstig, sag ich mal. Ja, der MG5 tatsächlich ist so ein bisschen der Geheimtipp hier oder MG tatsächlich überhaupt. Meines Wissens nach kann man den bei einigen Nissan-Händlern erwerben. Und die Leute, die sich mit der Materie beschäftigt haben, denen ich das auch abnehme, dass sie sich damit gut beschäftigt haben, haben zum Teil diese Fahrzeuge gekauft. Natürlich, klar, gibt es immer Überlegungen, passt der für mich oder nicht. Aber ich finde, vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind sie wirklich sehr ansehnlich. Und dann werden Sie fragen, wo ist denn der gute alte Opel Corsa, der früher sozusagen das Synonym war für ein preiswertes Auto? Den finden Sie am Ende der Liste, aber immer noch unter dem preiswerten Elektroauto. Da haben Sie also auch ein deutsches Elektroauto, relativ preisgünstig nach Abzug der Förderung. Und dann sind solche Marken wie Citroën, Mazda dabei, die auch noch relativ günstig sind. Also ich meine, Hans, das sind jetzt alles keine Kruschbill-Karren, wo man sagen kann, kann man alles nicht nehmen. Das meine ich eben auch. Also die Marken sind durchaus bekannt und werden auch ihren Qualitätsanforderungen genügen. Die Preise selbst entscheidet natürlich der Hersteller jetzt auch nicht unbedingt nach seinen Herstellungskosten. Ich denke aber, dass in den nächsten Jahren die Preise sich nach unten bewegen werden. Einerseits nennen wir es mal den Tesla-Effekt, der alle vorantreibt. Sie sind gezwungen, Fahrzeuge herzustellen, sind gezwungen, preiswerter zu bauen. Und werden es auch irgendwo schaffen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass die großen Hersteller hier wie Opel, Mazda, Toyota es also schaffen werden, Elektrofahrzeuge auch preiswerter anzubieten. Und dann werden wir in 4-5 Jahren, wenn wir uns darüber nochmal unterhalten, da deutlich mehr Fahrzeuge sehen. Vielleicht sogar mit besserer Leistung sogar. Ja, also Sie haben anhand dieser letzten Autos jetzt gerade gesehen, dass man auch für 35 Cent pro Kilowattstunde elektromobil unterwegs sein kann. Inklusive des Wertverlustes, muss man dazu immer noch mal sagen, den man reinrechnen muss. Aber das ist tatsächlich möglich. Und natürlich ist diese Entwicklung nach unten, wir haben es in der Sendung schon gesagt, Tesla treibt den Markt an, haben Sie in der Presse gelesen, dass es einfach Preissenkungen gibt und dann sozusagen die anderen nachziehen müssen. Ja, und auch die 35 Cent oder 33 Cent Kilometerkosten, die man jetzt erreichen kann nach dieser Berechnung, die der ADAC vorgegeben hat, sind ja auch nicht das Ende, weil viele Privatnutzer fahren ihre Fahrzeuge länger oder beabsichtigen, länger als 5 Jahre die Fahrzeuge zu fahren. 8 Jahre, 10 Jahre sind durchaus möglich. Und der größte Posten, nämlich der Wertverlust, wird immer geringer. Und demzufolge auch die Kilometerpreise werden dann immer geringer werden. Also was soll ich sagen? Also Qualität ist am Ende das Entscheidende. Vielleicht eben auch die Frage, kann ich bei der Wartung selbst Hand anlegen, wenn ich einen Luftfilter selber wechseln kann und nicht in die Werkstatt muss. Nicht dann, da sind schon Sparmöglichkeiten. Das heißt, wir haben jetzt hier lange über ein ADAC gesprochen. Wir haben auch deren Berechnungsmethode vorgefunden. Die kann man nachvollziehen, muss man aber nicht. Aber man muss einen Maßstab finden, an dem man alle Fahrzeuge misst. Das ist wie den Durchschnittsverbrauch nach WLTP oder ähnliches. Da werden auch viele sagen, ich liege drüber, ich liege drüber.
runter. Aber ohne einen vergleichbaren Maßstab könnten wir nie Fahrzeuge vergleichen. Weil dann reden wir immer über den, der es besonders günstig kann und der anderen, der es nicht kann. Und deswegen finde ich eben so diese mühevolle Arbeit, die der ADAC gemacht hat, so wertvoll, weil er eben einen Maßstab vorgibt und sagt, ihr könnt sogar drunter liegen, ihr könnt aber auch drüber liegen, es liegt an euch. Haltet die Fahrzeuge länger und die Preise werden niedriger, legt selbst Hand an, wird es niedriger. Und wir haben auch gesehen, wenn ihr gut verhandelt beim Kaufpreis, auch dann wird es niedriger. Wir sehen aber auch in meiner Liste, die wir vorhin gesehen haben, wenn ihr versucht, bei der Versicherung 40 Euro rauszuholen, das spielt gar keine Rolle. Ja, wir haben ja auch gesehen in der Auflistung vom ADAC, dass es eigentlich von den Kosten sehr korrespondiert mit dem, was du tatsächlich hast. Ja. Weshalb wir glauben, dass die Auflistung relativ realistisch ist. Einen ganz Punkt muss ich zum Schluss noch ansprechen, weil ich weiß, dass das in den YouTube-Kommentaren und auch im Livestream sofort kommen wird oder schon gekommen ist, dass die Leute sagen, naja, eure ganze Berechnung ist ja schön und gut, aber in dem Moment, wo ich mit dem Elektroauto unterwegs bin und ich an die externen Ladesäulen ran muss, lade ich mittlerweile bei Ladekosten von 70, 80 Cent pro Kilowatt Stunde, ist das für mich teurer, unterwegs Strom zu laden, als einen Diesel-Pkw zu betanken. Und dann ist mein ganzer Kostenvorteil weg. Jetzt könnte Hans was dazu sagen. Aber ich kenne ja Hans so gut, dass ich schon die Antwort von Hans kenne. Denn Hans wird jetzt gleich sagen, die hohen Kosten spielen gar keine Rolle, weil die hat man mal, aber im großen Durchschnitt tankt man günstiger. Das ist so. Wie oft im Jahr isst man eine Currywurst an einer Autobahntankstelle, wo sie das Vierfache kostet von zu Hause oder das Bier. Das ist tatsächlich, geht das unter. Man hat einen Mixpreis, den habe ich ja bei mir auch reingerechnet. Mhm. Mit den 21 Cent pro Kilowattstunde habe ich ja auch den Mixpreis genommen. Da sind auch mal Ausfallerscheinungen dabei, wo es dann deutlich teurer wäre. Aber übers Jahr muss man sagen, es spielt keine Rolle. Auf Reisen wissen wir doch alle, ist alles teurer. Also da jetzt zu sagen, der Kilowattstundenpreis darf nicht teurer sein auf Reisen, wo alles teurer ist, das ist nicht ganz logisch. Nicht? Also irgendjemand muss ja die Infrastruktur vorhalten. So, Fazit unserer heutigen Sendung. Erstens, meinem Zwergspitz da unten ist total langweilig. Den interessiert das nicht, die Bohne. Der möchte gerne wissen, wo das nächste Entenleckerli auf ihn wartet. Das mache ich selber, ist preiswerter. Fazit der ganzen Sendung ist, so wie wir es gelernt haben bei den Photovoltaikmodulen und bei den Stromspeichern, da haben wir lange, lange drauf gewartet, dass der selber produzierte Strom preiswerter ist als der Bezug von Netzstrom. Das ist erreicht und ich glaube, wir können heute guten Gewissens sagen, einmal bei den Wartungskosten, die haben wir ja vorgeführt, und bei den Betriebskosten ist Elektromobilität die günstigste Form der individuellen Mobilität. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, wie anderer bekannter Mensch hier immer sagt und dann doch ausführt. Es ist Glaubenssache. Wenn ich sage, ich möchte gerne den Verbrenner fahren, Leute, dann macht es. Einer muss auf der Ausgabenseite liegen, damit bei den E-Autos die Förderung ankommt. Die THG-Quote wird von den Verbrennern bezahlt. Die Kaufpreisförderung, die Steuern und Ähnliches. Also manchmal möchte man ein bisschen zynisch sein und sagen, fahrt doch eure Verbrenner weiter, damit wir als E-Autofahrer unsere Förderung bekommen. Es ist nicht ganz ernst gemeint, weil ich wünsche mir natürlich den Umstieg. Tatsächlich ist es so, wenn man über das Thema redet heute als Normalbürger, dann sollte man einigermaßen aktuell bleiben. Einigermaßen aktuell, und das haben wir hier heute gemacht. Also das Märchen vom teuren E-Auto ist vorbei. Wenn das die Botschaft heute war und wenn die angekommen ist, dann bin ich sehr glücklich. Ja, und zum Schluss noch eine ganz wichtige Botschaft. Das Ganze hier mit Leben mit der Energiewende TV, das machen wir ja nicht, um sozusagen aller Stiftung Warentest die Verbraucherberatung zu machen und zu sagen, wir suchen für alles den preiswertesten Weg. Das ist natürlich toll. Aber als allererstes geht es ja darum, die CO2-Emissionen rauszubekommen. Zu Hause und auch in der Mobilität. Die Mobilität macht ein Drittel unserer CO2-Emissionen raus. Wir sagen immer, kennen Sie auch, keine Energiewende ohne Verkehrswende. Und wir wissen aber, dass wir das nur erreichen können in der Verkehrswende, CO2 aus dem Verkehr rauszubekommen, wenn es ökonomisch ist. Und es muss dummerweise ökonomischer sein. Aber
Hans, du hast das Schlusswort. Es geht bei der ganzen Geschichte ja wirklich um ganz, ganz wesentlichen Aspekte des Umweltschutzes, des Klimaschutzes. Ja, wir haben also die Ökologie, die bewiesenermaßen für das E-Auto spricht. Wir haben jetzt die Ökonomie, glaube ich, gut dargelegt. Über den Spaß haben wir heute nicht geredet. Also wir haben Win, Win, Win. Und die Frage ist, was hält euch jetzt noch auf? Mit verschwörerischem Blick schaue ich in die Kamera und frage Sie, wann steigen Sie um? Denn dann sind auch Sie die Energiewende. Vielen Dank, Hans. Das war Leben mit der Energiewende TV.